Die Geschichte von Zacualpa und der Serra de Tramuntana. Die Ursprünge. Die Serra de Tramuntana, das Gebirge, das Zacualpa umgibt, hat eine lange Geschichte, die bis in die prähistorische Zeit zurückreicht. Die Region war einst von der taliotischen Kultur bewohnt, einer prähistorischen Gesellschaft, die auf den Balearen lebte und beeindruckende megalithische Strukturen hinterließ. Vom 10. bis zum 13. Jahrhundert stand Mallorca unter maurischer Herrschaft. Die Mauren führten fortschrittliche landwirtschaftliche Techniken ein, darunter die Terrassenfeldwirtschaft in den Bergen, die bis heute in der Serra de Tramuntana zu sehen sind. Diese Terrassen und das ausgeklügelte Bewässerungssystem haben die Landwirtschaft nachhaltig geprägt. Im Jahr 1229 wurde Mallorca von den Mauren zurückerobert, was den Beginn der christlichen Ära auf der Insel markierte. Die Serra de Tramuntana wurde zu einem wichtigen Rückzugsort für christliche Mönche und Einsiedler, die in den abgelegenen Gebieten des Gebirges Klöster und Einsiedeleien gründeten. Die Straße nach Zacualpa wurde in den 1930er Jahren von dem Ingenieur Antonio Parietti entworfen und gebaut. Parietti war bekannt für seine Fähigkeit, Straßen zu entwerfen, die sich nahtlos in die natürliche Landschaft einfügen, ohne diese zu zerstören. Sein Meisterwerk, die Straße nach Zacualpa, ist ein Paradebeispiel für diese Philosophie und gilt als eines der größten Ingenieurprojekte Spaniens. Die Region hat im Laufe der Jahrhunderte Künstler, Schriftsteller und Musiker inspiriert, die von der rauen Schönheit der Landschaft angezogen wurden. Die einzigartige Kombination aus natürlicher Schönheit und menschlicher Geschichte macht Zacualpa und die Serra de Tramuntana zu einem Ort von großer kultureller Bedeutung. Im Jahre 2011 wurde die Serra de Tramuntana von der UNESCO sogar zum Weltkulturerbe erklärt, um ihre außergewöhnliche landschaftliche und kulturelle Bedeutung zu würdigen. Diese Anerkennung hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes und der Erhaltung dieser einzigartigen Region zu schärfen. Die Geschichte von Zacualpa und der Serra de Tramuntana ist eine Erzählung von Natur, Mensch und der Zeit selbst. Von den prähistorischen Bewohnern über die maurische Herrschaft bis hin zu den künstlerischen Inspirationen, die diese Landschaft hervorgebracht hat, ist jeder Stein, jede Kurve und jeder Blick ein Zeugnis der reichen Vergangenheit Mallorcas. Durch den Schutz und die Wertschätzung dieses Erbes können wir sicherstellen, dass auch zukünftige Generationen die gleichen Wunder und Inspirationen in Zacualpa finden werden.
Hallo und herzlich willkommen zu Nemi Green Insights. Heute aus dem wunderschönen Sakalobra. Bengt, hallo, was Lina. Für ein genialer Ausflug heute ja, mal wieder, absolut, oder? Ja. Also, ich würde mal sagen, die Fahrt hat sich tatsächlich gelohnt, ne? Über ja so eine Berg- und Talfahrt hoch, runter. Ja. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so ganz der Freund davon, aber es hat sich trotz alledem wirklich... Ja, man muss ein bisschen aufpassen, ne? Viele Radfahrer unterwegs, ne? Also das kann auch mal schnell gefährlich sein. Also wer das hier besuchen möchte, sollte darauf achten, ne, dass viele Leute unterwegs sind, also Radfahrer, auch Fußgänger. Also es gibt auch Wanderer immer wieder, die auch mal die Straße kreuzen. Und wenn man im Sommer herkommt, dann sogar Busse, ne? Also das ist ganz schön, ja. Also ich glaube, jeder, der was über Mallorca schon mal gelesen hat, erfahren hat oder sogar schon mal hier war, kennt diese Strecke, diese Bilder. Ja. Und lass uns da mal ein bisschen nach vorne. Ich möchte da mal eben so ein bisschen euch das hier so ein bisschen zeigen. Auf jeden Fall kennt jeder so ein bisschen diese Serpentinenstraßen halt einfach. Und wie der Ben gerade schon so schön erklärt hat, hier fahren dann wirklich diese dicken, fetten Reisebusse einfach runter und natürlich auch wieder hoch. Ja. Geht davon ist, übrigens nicht durch, ne? Siehst ja, du? Genau. Es ist mittlerweile ein extremer Touristenmagnet leider geworden, ne? Gerade so im Sommer ja. Mit einem wunderschönen ja, Konzert, was dann hier in dieser Schlucht ja auch veranstaltet wird. Und ja, es lohnt sich definitiv herzukommen, aber ihr werdet niemals, niemals alleine sein. Das ist halt das stimmt, leider das ist, schade, ne? Also der Strand vorne, wenn man vorne an der Bucht dran ist, das ist natürlich ganz, ganz schmal und ganz klein. Das ist ein Kiesstrand, also Naturkiesstrand. Und ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn man da reingeht, ne? Also manchmal sind da richtig Strömungen, also da sollte man schon überlegen, also man sollte geübter Schwimmer sein, wenn man da reingehen sollte. Also nicht zu empfehlen, gerade wenn man nicht gerade gut im Schwimmen ist. Also ich stelle mir das eh gerade wirklich total schwierig vor, weil eben auch diese großen Schiffe dort ja auch anlegen, ne? Also man kann ja auch von irgendwo hier, steigt man auch ein, dann kann man diese Kombination machen, gerade als Touristen, ne, kann man dann mit dem Boot hierher fahren und mit dem Bus wieder zurück oder auch andersrum. Die ankern, glaube ich, ein bisschen weiter draußen oder sind vorne an der an der Anlegestelle. Das okay. Genau. Also das gibt so eine Kombination, ne, dass man jetzt... hier aus dem Torrent kommt, also eine Riesenwanderung macht und dann am Ende hier ankommt, schön baden geht und dann mit dem Boot wieder zurückfährt, ne? Oder andersrum. Eigentlich gar keine schlechte Idee und keine schlechte Kombination. Naja, nichtsdestotrotz, wir werden euch natürlich nicht weiter auf dem Laufenden halten. Nein. Oh. Alles gut. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Nicht weiter auf die Folter spannen, wollte ich natürlich sagen und werden euch jetzt in unserem Video natürlich präsentieren, ja, diese volle, komplette Schönheit, in welchem Licht wir das Ganze hier einfangen durften. Und ja, es ist immer wieder, also ne, atemberaubend einfach, es nimmt einem wirklich fast die Sprache und die Spucke. Also von mir so ein bisschen Lieblingsort. Irre, also ich bin hier sehr, sehr gerne, sehr irre. Oft und sehr gerne, ne? Also zu verschiedenen Jahreszeiten. Was hier besonders toll zu sehen ist, die Lichtverhältnisse, ne? Die also über den Tag gesehen ja sehr wechseln. Wechseln, ne? Genau. Genau. Dieser, und man hat hier einfach, wahnsinnige Lichtspiele. Also das ist wirklich wunderschön, ne? Unfassbar. Gut. Ja, wie gesagt, wir werden euch im Video definitiv mitnehmen. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Thank you.
Unterwegs. Thank you.
So,
Und zwar, ihr könnt schon mal ein bisschen was erzählen, wenn ihr wollt. Hallo. Hörst du mich? Nolina? Ja. Hallo. Ja, warte, das hier muss ich ein bisschen nach da schieben, weil sonst haben wir gleich wieder ein Gleichgewichtsproblem hier. So. Ja, das ist doch perfekt. Sag mal was, Bengt. Hallo. Nina? Ja, hallöchen. Perfekt. Geh mal in die Sonne. Das ist vielleicht nicht so gut, oder? Warte mal eben ganz kurz, bevor du das aufnimmst. Von der Sonne her weiß ich jetzt gar nicht, ob du das jetzt nicht die Sonne aufhört. Das ist ja die dreckigste und verkehrteste ever. Also, ich habe keine Ahnung, was der Gimmel hier gerade macht, aber gut, jetzt sieht's besser aus. So, beide auf jeden Fall in der Sonne, das ist super, perfekt. Ihr steht in so einem Spotlight, das ist perfekt. Ja, ja, ihr seid schon, ne? Wir sind schon. Hallo und herzlich willkommen zu Nemi Green Spotlight. Nein. Oh. Okay, nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen zu Lemmy Green Insights. Heute aus dem wunderschönen Sakalova. Bang. Was für ein genialer Ausflug heute mal wieder. Wir sind schon. Ja. Ja, hallo genau. Und herzlich willkommen zu Lemmy Green Spotlight. Nein. Oh. Scheiße. Okay, nochmal von vorne. Mich alles genau. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Du bist eingefroren gewesen. Habe ich wieder keinen Speicher oder was ist da los? Das ist ja krass. This is ready to pair. Ready to pair. Bist auch ready to pair, Bengt?